Eine Zauberrolle. Und das ist nur eine scheiß sanfte Heilung. Ja, das wusste ich. Okay, egal, die nehmen wir mit. Das ist wie so ein Zaubertrank. Und eine haben wir ja sowieso schon liegen. So, wir müssen jetzt... Hier gibt's diese Truhen. Und die ist nichts, ist nur Scheiße drin. Und die ist verschlossen. Und da gibt's den Schlüssel. Und ich weiß, dass man den hier finden kann. Wenn man sich nicht allzu dämlich anstellt. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie das ging. Also man muss auf jeden Fall irgendwo einen Schlüssel finden, der irgendwo versteckt war. Okay, war das jetzt doch so leicht. Und hier ist... Ah, das war die Truhe, die ich damit geöffnet habe. Hier ist der andere Schlüssel. Ja, tolle Schlüsselrätsel. Ah, naja. Gut, darüber, da bei der Tür ging es halt einfach nur zum Waffenhändler rüber. Und du haust mal da ab, weil ich mich das Ding aufmache. Und ich finde einen Langbogen sogar. Das ist ein guter Bogen. So. Juden, ja, halt deine Fresse, du Spastenkind, ey. Es interessiert mich nicht, ob ich gegrüßt bin. Das war das Übungsfeld, nicht wahr? Ja. Und was bist du denn für einer? Bist du der Bettler? Oder was bist du? Bitte, Herr, ich... Oh, ich muss ihm was geben, sonst kriege ich nicht böse. Hier, 10 Gold. Oh, hab da... Ja, und jetzt sprech mich nie wieder an. Was macht denn der Bettler beim Bogenschützen drin? Der hat da gar nichts zu suchen hier. Naja, okay, gut. Dann fehlt eigentlich nur noch der Ausrüstungsheini und die Bar. In der Bar gibt's aber gar nichts. Deswegen lassen wir das einfach mal weg. Da stehen nur Leute rum. Das ist später mal. Gibt's da jemanden, den ich treffen muss? Ja, hier gibt's Ausrüstungsgegenstände. Die sind eigentlich alle total wertlos. Weil nichts davon irgendwie nötig ist. Und der Typ ist nicht da. Achso, ja, die sind alle noch vorne beim Bürgermeister, der eine Rede hält. Nee, da ist er. Ja, auch gut. Okay, Fackel an. Hier. Licht an. Hallo, okay. Ja, laber mir nicht zu. Ich will auch nichts wissen. Ja, und der verkauft einen Fackeln, also Laternen und all so ein Scheiß. Einfach den ganzen Rotz, den man wirklich gar nicht braucht. Hier ist auch nichts drinne, was irgendwie von Wert wäre. Nö. Naja. Gut, das war jetzt mal wieder sinnlose Verschwendung eurer YouTube-Zeit und eures Lebens, eurer Let's Play-Erlebniszeit als das Museum. Stimmt. Ja. Ne? Gucken wir uns das Museum kurz an. Ich gehe einfach nur mal kurz durch. Aber ich werde nur den Gobelin zeigen. Weil alles andere... Hier gibt es nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Aber es ist sehr interessant, um ein bisschen was von der Vorstory zu erfahren. Weil hier an diesem Gobelin, ja, wird die ganze Story erzählt. Das ist der erste Teil. Kurze Story. Zweiter Teil. Dritter Teil. Vierter Teil. Fünfter Teil. Sechster Teil. Siebter Teil. Achter Teil. Neunter Teil. Ja, das wird hier auch als Easter Egg verkauft. Ich glaube, mit K kann ich genau... Hildebrand oder sowas. Genau, das sind irgendwie so eine komischen Leute, die... Der Avatar wird zurückkehren, nachdem der Guardian in Britannia aufgetaucht ist. Ja. Der Guardian wird Britannia mit gigantischen, teuflischen Säulen zerreißen. Genau, 8 Stück. Der Avatar wird die Sterblichkeit hinter sich lassen und nie wieder nach Britannia zurückkehren. Ja, interessant. Ich gehe wieder raus. So, da war der Gobelin. Schön, schön, schön. Wenn ihr euch ihn angucken wollt, dann macht das halt alleine. Kauft euch das Spiel. Sollte jetzt sowieso noch 5 Euro bei Amazon kosten. Ja. Okay, und hier hinten ist noch eine kleine... Naja, was heißt Easter Egg? Es wird nachher nochmal zum Storythema. Aber... Wir sehen uns dann einfach mal an, was hier drinnen passiert. Wir machen erstmal das Licht an. Ich mich sowas lustig finde, Licht anzumachen. Mich. Er liebt mich nicht. Hey, sieht richtig. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Ja, der redet von mir tatsächlich. Oh, Avatar, seid ihr das? Meine Güte, meine Güte. Avatar, man nennt mich Evidius und ich bin euer größter Anhänger. Ihr seid so, so wundervoll und ich habe euren Werdegang verfolgt. Ja. Und hört, ihr werdet niemandem sagen, dass ich hier bin, nicht wahr? Ihr könnt das nicht tun, wirklich nicht. Ich komme hier an und sie werfen mich aus der Stadt. Oh, bitte hütet mein Geheimnis. Bitte, bitte, bitte. Auf Wiedersehen, Avatar, auf Wiedersehen. Ja, ja. Also ein total Irrer, der sich anzieht wie ich, obwohl ich jetzt mittlerweile schon anders rumlaufe. Keine Musik? Das ist ja seltsam. Gut, auf jeden Fall voll behauptet, er wäre, er behauptet nicht, er wäre der Avatar, aber er verehrt mich halt wie ein Gott. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich werde euch mal zeigen, wie man schläft. Ja. Weil ich bräuchte sowieso der Heilung. Und außerdem mag ich es nicht, wenn es dunkel ist. So, jetzt bewegt sich der ganze Bildschirm schneller und es gibt eine Uhrzeit, und zwar ist das 6 Uhr im Spiel, bei der, wenn das, da wird es nämlich morgen,
Dann bekommt die Milch und ich bin geheilt und meine Magie ist wieder voll. Dafür muss man ein bisschen warten. Manchmal dauert es ziemlich lange. Aber da ich jetzt laber, werde ich das jetzt nicht wegschneiden. Oh, es ging eigentlich. Okay. Und schon wird es auch hell. Am besten steht man dann sofort auf, damit man nicht so viel vom Tag versaut. Weil, okay, naja, was heißt, es wird hell? Das war jetzt auch übertrieben. So. Ist das der Flussweg hier? Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, gut, ich habe hier alles durch. Ich denke, ach, vorne ist noch ein Bauernhaus, glaube ich, gewesen. Da ist aber auch nichts zu looten, deswegen ist mir das eigentlich relativ pumpe. Am Hafen ist auch nichts, was mich noch irgendwie interessiert. Das heißt für mich, ich kann jetzt mal storymäßig weitermachen. Ach ja, doch, ein Gebäude fehlt mir noch. Und zwar, ja. Aber ich weiß nicht, wo meine Rüstung ist. Das heißt, also die Rüstung muss ich vielleicht doch noch kaufen. Ah ja, und natürlich muss ich mein Zeug noch verscheuern. Da hinten dieses Schiff werden wir übrigens irgendwann mal fahren. So viel sei verraten. Und jetzt... Ja, Vorsicht, lass dich nicht von der scheiß Ratte erwischen. Na, komm hier, erwisch die Ratte. Geh weg, du Arschloch, ich möchte die nicht treffen noch. Och, komm, deine scheiß Rattenvieh. Ja, genau, in dieser Lagerhalle sind nämlich nochmal... Ist nämlich noch mal Sachen versteckt, irgendwo. Ich muss jedes Mal neu suchen, ich vergesse es immer wieder. Weg. Genau, damit trifft man auch ein bisschen besser mit dieser zweiten Angriffsmöglichkeit, die man dort hat. Naja, was war das da hinten? Ach so, das ist nur ein Seemann. Die gibt es auch als Gegner, glaube ich, so wie sie jetzt aussehen. Ja, ich glaube schon. Also im Prinzip kann jeder Mensch irgendwie böse oder gut sein, je nachdem. Wenn er eine Waffe zückt, darf ich ihn auch schlagen. Also nichts Besonderes. Ich wollte auf Q drücken, habe auf 1 gedrückt, damit geht das Magiebuch auf Seite 1, also bei den Stufe 1 Zaubern auf. So, hier ist es nicht gewesen. Ich glaube, es war sowieso oben. Entschuldigung. Oh, meine Fresse, ich habe mich gerade verschluckt. Und mit C kann man climben. Ja. Aber die Sprünge sind doch übrigens sehr genau. Man kann sehr genial springen, weil da, wo man hinguckt, springt halt hin. Wenn es natürlich nicht reicht, dann schafft das natürlich nicht, aber man kann sehr, sehr genau zeigen. Und hier ist es auch schon. Und wir haben eine Hose, eine Lederhose. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Lederhelm und die Lederrüstung. Ich glaube nicht, dass die hier war. Soweit ich mich erinnere, war sie... Ja, weiß ich gar nicht, ob ich sie überhaupt finde. Kann sein, dass ich sie auf dem Weg dahin finde, aber es wäre mir jetzt schon wieder zu wenig gewesen. Gut, ich muss natürlich der Story folgen und deswegen muss ich noch rausfinden, wie das Mantra ist. Das werde ich jetzt auch gleich erfahren, was ich alles brauche. Und das sind im Prinzip immer die gleichen drei Sachen, wie gesagt, Mantra, Siegel, Rune, die ich dann brauche, um einen Schrein zu reinigen. Schrein wieder aus, zeige ich auch gleich noch. Okay, hier ist nichts weiter. Okay. Oh, das wird ein sehr, sehr langes LP. Und ich werde, ach so, das Special, was ich machen werde, habe ich vor einigen Zeilen erzählt. Also wer mir mal schön zuhört, der kann ja auch den Zusammenhang irgendwie deuten. Was war denn das? Das ist die Ratte, ja, okay. So, dieser Typ ist noch einer mit Mitgefühl. Ja, er soll die Leute finden, die es, die Leute rausbringen und so, aber weil er dazu gezwungen wird, normalerweise geht er sogar hin und hilft denen und bringt denen was zu essen und zu trinken und auch den ganzen Scheiß. Ich muss jetzt nach Osten. Im Westen gibt es nämlich nichts Neues. Da ist Osten. Ja, aber weiter nördlich. Ja, gut. Okay, ich glaube, ich finde die Rüstung hier nicht weiter. Okay, dann kaufe ich sie mir. Ist ja auch nicht so schlimm. Wenn ich sie doch finde, dann weiß ich es fürs nächste Mal, dass ich wirklich alle Rüstungsteile finden kann. Weil ich habe mir oftmals alle gekauft und habe so einen welchen Nachhinein geärgert, dass ich sie gefunden habe. Weil es wirklich viele zu finden sind. Und ich glaube, mir fehlt noch die... Der Helm. Den Helm kriege ich auch noch. Dann weiß ich, wo er ist. Willkommen, Avatar. Wir haben viele verschiedene Waren. Wonach ver... Ja. Zeig mir deine Scheißwaren. Zeig mir deine Waren. Und dann gibt es diesen Hacker, ist auch mal süß. Gibt es scheiß Waffen, die alle schlechter sind, als was ich jetzt habe. Und da ist dieser Lederbrustschurz. Hier sind mal alles aufgelistet. Ach, ein kleiner Stahlschild, den kaufen wir auch gleich. Okay. Ich danke euch. Ja, nein, ich will von dir nichts haben, du bist scheiße. Heute nicht. Verzeiht, aber die meisten meiner... Ja, deine Rüstungsgegenstände. Ja, es interessiert mich einen feuchten Dreck, Mann. So, und da ziehen wir mal an. Und das Schild nehmen wir auch mal auf. Und es gibt, glaube ich, sogar eine Taste, mit der ich das Schild benutzen kann. Ah ja, genau. Aber ich benutze es eigentlich nie, aber es sieht cool aus, wenn ich eins habe. So. Das ist auch wichtig. Außerdem findet man viel bessere Schilder später im Verlauf dieses Spieles.
Man findet eigentlich sogar ein richtig gutes Schild, was man allerdings nicht behalten darf, was voll dumm ist. Okay, ich...